Hier ist The Dream of Nerf und wir zeigen euch heute das Review der Barricade. Ja, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Wir zeigen euch auch noch einen Schusstest, aber der kommt in einem nächsten Video. Ja. Ja, wir werden euch sehr viel darüber sagen. Ja. Also erstmal so einige Infos geben jetzt. Muss eigentlich in jedem Arsenal drin sein, die Barricade. Erstmal kommen hier in den Batterieschacht aufschrauben. Das machen wir jetzt mal. Halt mal die Batterie. Ja. So, da kommen. Da kommen halt drei Doppel-A-Batterien rein. Mit 1,5 Volt. So, hast du es hinbekommen? Nein. Kriegst du es hin? Das wird, denke ich mal, ein englisches Review. Ist auch egal. Naja, auf jeden Fall werden wir euch jetzt ein paar Infos geben. Auf jeden Fall wird diese Waffe mit Whisper-Darts gefüllt. Mhm. Genau, mit diesen Darts hier. Ja. Und nicht mit Elite-Darts oder Streamline-Darts, weil die die Waffe beschädigen können. So, jetzt haben wir die Waffe. So. Machen wir mal diese Doppel-A-Batterie, machst du die mal rein. Ja. Ach, das ist schwer, ey. Achso, die geht aus doch. Glaube ich, ja. So. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Speedstorm von der neuen Datec 2.0 Serie. Die ist dann. Also. Mit ein paar mehr. Ja, ich weiß nicht wie viel. Aber ich glaube, 6, 4, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es in der Kategorie, einfach du mal. Auf jeden Fall kommen wir einmal zu den. Ja, es ist ein Elektroblaster von Nerf. Es gibt im Moment, halt seitdem die Elite-Serie draußen ist, gibt es ziemlich viele Elektroblaster und wenige Blaster zum Handladen. Aber das finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Elektroblaster sind halt nur teurer. Ja, und wenn man. Der Motor ist mittelmäßig laut. Ja, ihr kennt. Ihr habt hier so einen Anmachknopf. Wenn ihr den. Dann geht der Motor an. Ja, der ist relativ laut. Nur wenn ihr die Assess-Schiene hier. Aufmacht. Ist der aus? Dann ist der auf. Und wenn man dann. Es ist halt nicht so, wenn man. Als wenn man. Hier, es gibt bei manchen Waffen. Weiß nicht, kennt ihr die Rapid Strike aus der Elite-Serie oder so? Da muss man erst auf diesen Knopf hier drücken. Auf so den Motorknopf. Ja, den Motorknopf und das ist halt ein bisschen blöd. Nur bei der Barricade, da kann man halt gleich so, wenn der Motor schon an ist, die Assess-Schiene und dann kann man gleich schießen. Genau. Ja. Hier nochmal der Name: Barricade RV10. Gut. Sonst geben wir mal aufs Sofa. Also. So. Hier unten kann man ein Tragegurt dran machen. Hier ist ein C-Visier, was man eigentlich nicht braucht, weil man es eigentlich nur so als Einhandblaster. Warte, ich zeig's aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Nein. Also, es ist schon eine relativ gute Waffe, wie ich finde. Aber man kann hier hinten auch noch einen Stock befestigen, eine Schulterstütze. So wie von der Weapon, von der Raider. Hier oben ist eine kleine Tactical Ratio, die eigentlich ziemlich unnötig ist. Ja. Genau. Der Batterieschacht hier mit dem N-Strike-Logo. N-Strike-Logo. Ja, genau. Was gibt es noch zu dieser Waffe zu sagen? Sie hat den Föhnmodus, den ich so gerne mag. Genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ne? Nein. Hier drin bewegen sich zwei Rotoren. Also hier drin, ne? Und die, Wir fördern den dann raus. Die fördern die dann raus. Ja, mit ein bisschen Luft. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zum Schusstest. Und darauf machen wir erstmal einen Flur. Das wird jetzt ein bisschen lauter. Darf ich schießen? Ja, klar. So. Das sind. Bis da hinten sind es 16 Meter. So, es sind 16 Meter. Warte mal. Wir schießen nur angewinkelt. Ja, wir schießen nur unangewinkelt, weil man macht ja im Nerf War auch nicht. Okay, mach mal den Motor aus. So, das waren jetzt. Also unangewinkelt. Wenn man jetzt so. Knapp 15 Meter unangewinkelt. Ja, knapp 15 Meter. Das ist eine kräftige Leistung.
Wollte ich noch mal kurz sagen, wenn man den Motorknopf anhat, ist es abdrücken. Ganz leicht. Ja. Soweit zu unserem Video der Barricade. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.